Vor 2 Jahren hatte ich einen Dokumentarfilm im Kino. Der ging über 3 Mordfälle und hieß Beyond Punishment, Jenseits von Strafe. Ich hatte damals sehen wollen, was möglich ist, jenseits der üblichen Umgehensweise mit Mord, mit Bestrafung. Ich war dafür in der Bronx, in Norwegen und in Deutschland unterwegs und habe mit vielen Betroffenen von Töten gesprochen. Und am Ende habe ich an jedem Ort einen Fall gefilmt. Dabei haben wir jeweils zwischen einem Menschen, der wegen Mord verurteilt war, und einer Familie, die jemanden verloren hat durch einen Mord. Zwischen beiden Seiten haben wir eine Kommunikation ermöglicht. Eigentlich das, was man ja für völlig unmöglich halten würde. Die Tatverantwortlichen im Knast, die sogenannten Mörder und die Tatbetroffenen, in dem Fall die Hinterbliebenen, sind mit der Bewältigung extrem allein und belastet. Sie denken jeden Tag an die andere Seite, aber kommen nicht weiter, dass sie keinen Kontakt miteinander haben. Ich war überzeugt, dass der Kontakt hilft. Und ich musste im Film herausfinden, wie schwer es für die Beteiligten ist, sich darauf einzulassen. Unser uraltes Konzept von Vergeltung, Strafe und Schuld ist sehr stark. Wir lassen eigentlich nichts anderes zu und in der Boulevardpresse wird das massiv propagiert. Aber es braucht einen Schutzraum für die Auseinandersetzung beider Seiten in Ruhe. Diesen Schutzraum bietet auch eine Organisation wie die TOR, der Täter-Opfer-Ausgleich. Sicher ist der Name Täter-Opfer-Ausgleich schon eine ziemliche Herausforderung im Fall von Tötungsdelikten. Eigentlich unmöglich. Aber eine Täter-Opfer-Kommunikation bietet schon eine Riesenchance. Schaut euch mal den Trailer an von Beyond Punishment.